Ja, genau. Ja, so ist es halt. Jetzt fahren wir halt weiter. Okay. Ich bin gerade in Füße. Weil das alte Graffiti muss ich nicht sehen. Das war fränkisch. Helle ist wie immer eine Katastrophe. Was heißt hier altes Graffiti? Ja, das war, ist eine Sehenswürdigkeit, eine historische Sehenswürdigkeit. Naja, vielleicht finden wir noch was anderes historisch. Jetzt machen wir ja schon mal weiter. Ne? Keine Sorge, diese Szene hat sich schon am Festland abgespielt. Darauf kommen wir erst am Schluss des Videos zurück. Noch sind wir auf Elba und zeigen aktuelles, aber auch historisches von Porto Azzurro und von Bodo Ferraio. Sobald wir am Camping bei Porto Azzurro eingeparkt haben, geht es los. Viel Spaß beim Video. So, weil wir so viel über Macht und über enge Straßen gesprochen haben, in Elba sagt man, die Göttin der Schönheit, die Aphrodite, ist über das Ligurische Meer geflogen. Und als sie mit ihrer wunderbaren Halskette an eine Wolke gestoßen ist, ist die Kette zerbrochen und drei Perlen sind rausgefallen. Eine kleine Perle liegt jetzt da drinnen, das ist die Insel Pianosa. Eine weitere kleine Perle liegt hinten, das ist die Insel Monte Cristo. Und die größte und schönste Perle, die liegt jetzt hier, auf der wir stehen, das ist die Insel Elba. Porto Azzurro heißt nicht schon immer Porto Azzurro. Das war nämlich früher, wie so vieles auf Elba, eine Strafkolonie. Stimmt? Ja. Und ist umbenannt worden, weil mit einer Strafkolonie, da kriegt man keine Touristen her. Heute ist es natürlich verfallen, das sieht man. Ne? Endlich angekommen. Steil war's. Also auf Elba ist alles steil, bergauf, bergab. Aber wir sind unten. Wo das Schild steht, weiß man natürlich nicht. Von geradeaus oder hier vom Marktplatz. Auf jeden Fall ist es der Markt von Porto Azzurro und da schauen wir jetzt mal rein.
So, jetzt haben wir es mal rechtzeitig auf dem Markt geschafft, aber kaufen tun wir trotzdem nichts mehr. Nein, ich kann das ja alles nicht mitschleppen. Und hier geht es nämlich nachher ganz schön steil wieder hoch. Steil nach oben, steil nach unten. Mhm. Und 40 Minuten Laufzeit. Minimum. Ja, das wollen wir uns nicht antun. Nee. So verlocken die Orangen und alles ausschaut. Oh. Schön ruhig ist es auf der Piazza in Porto Azzurro. Aber nur dann, wenn man seine Ohren elektronisch etwas leiser stellen kann. Wie halt hier überall in Italien gibt es eine gewisse Geräuschkulisse. Aber das macht es ja eigentlich auch aus. Und das, ah ja, herrlich. Und es ist wirklich schön hier zu sitzen. Und tolle Ortschaft und tolles Wetter jetzt. Natürlich. Ja, genau. Heute ist wieder richtig schönes Wetter. Und ich denke, es gibt auch was zu essen. Was gibt es natürlich in Italien? Pizza. Aber dazu habe ich mir heute einen Elba-Wein bestellt. Einen weißen. Den hat mir der Kellner empfohlen. Okay, wir sind vielleicht etwas anderes gewohnt. Aber ich finde, der schmeckt wie Most. Zum Wohl. Das Bier schmeckt wie Deutsch. Ja. Helle lässt sich auf keine Experimente ein. Und schon sind sie da. Zum Elberwein hat die Ursi natürlich Pizza Elba. Sieht gut aus, Ursi. Also, und ich denke, die schmeckt auch ganz lecker. Also es ist herrlich, hier am See zu sitzen, weiß ich, oder? Ja, und Pizza zu essen. Und es war die bis jetzt beste Pizza in Italien, Urlaub war in Siena, und jetzt, die war noch besser. Man kann anscheinend immer noch alles toppen. Ja, ja, und jetzt isst man noch ein Gelateria. Wie heißt es? Gelate. Gelade. Es gibt Gelade. Oder Gelade oder wie auch immer. Gelade. So, da haben wir gut gegessen hier. Porto Azzurro. Nur zu empfehlen. Grazie. Das sieht doch jetzt auch noch lecker aus, oder? Oh ja, das lassen wir uns jetzt auch noch schmecken. Setzen wir uns aufs Bänkle, komm. Ja. Und es schmeckt super lecker. Aber das ist besser. herrlich. Thank you.
Am nächsten Tag ging es weiter. Über den wunderschönen Ort Porto Azzurro fuhren wir zu unserer letzten Station auf Elba, nämlich nach Porto Ferraio. Hier gibt es keinen offiziellen Wohnmobilstellplatz, aber doch genügend Abstellmöglichkeiten, an denen es auch geduldet wird, dass man übernachtet. Wir entschieden uns für diesen großen Parkplatz, der zwar nicht schön, aber praktisch zum Besuch der Stadt liegt. Von da ging es auch los Richtung Leuchtturm, Ziel die Villa dei Mulini, also das Wohngebäude Napoleons, das heute ein Museum ist. Jetzt haben wir uns so abgekämpft darauf, dürfen umsonst ins Museum. Und jetzt wollte ich mich da hersetzen und ein bisschen was essen. Am Besteck von Napoleon, extra kriegt der Tisch. Jetzt steht da drunter Touch. So läuft das Leben, Ursi. Jetzt müssen wir uns noch ein geduldet und essen. Das wird auch in ein Lokal gehen. Zu den Räumlichkeiten kann ich euch leider gar nichts sagen, außer dass der Napoleon hier real gelebt hat. Die ersten Wochen auf Elba hat er beim Bürgermeister geschlafen und dann ist er hierher gezogen und dort hat er auch bis zu seinem Abschied aus Elba seine Zeit und seine Nächte verbracht. Auf Elba ist alles steil. Nicht nur die Berge, auch in den Häusern. Schöne Aussicht hat er gehabt. Ja. Und jetzt kommen wir zur Glesana von Napoleon. Ja, auch ein Kaiser musste mal. Also das war das Badezimmer, aber da fehlen ein paar Sanitäreinrichtungen. Nur das Klo ist noch da. Das dürfen wir wahrscheinlich nicht benutzen. Nein, und das ist wahrscheinlich der Ort, an dem der Kaiser auch zu Fuß hinging. Jawohl, und die Tür zugemacht hat. Also wenn wir das jetzt richtig auf die Schnelle übersetzt haben, dann ist er hier auf diesem Bett gestorben, aber gestorben ist er in St. Helena. Also. Ja, ich habe gerade die Tafel nochmal jetzt fotografiert, damit wir das in Ruhe durchlesen können. So, und hier ist der Wartesaal, wenn jemand aufs Klo musste, haben sie sich hier aufgesetzt und durfte einer nach dem anderen. Freie Interpretation von mir. Das ist kein Wartesaal, sondern hier steht das Schlafzimmer des Kaisers. Also hier hat er geschlafen und sein Bett haben sie umgeräumt, nachdem er weggegangen ist. Und hier hat er die Bibliothek. Mann, hat das sehr schön gehabt. Daher würde ich mich auch verbannen lassen. Ich glaube nicht, dass Napoleon der Sinn nach solcher Schönheit stand. Er wollte unbedingt wieder weg von Elba. Mal Krieg führen wollte. Also wenn ihr nach Porto Ferraio reinfahrt und das Haus unterhalb des Leuchtturms, das ist die Villa Napoleons. Und ich würde sagen, das lohnt sich schon, das einmal anzuschauen, oder? Klar.
logisch, wenn man so ein bisschen Interesse an der Geschichte hat, lohnt sich das wohl. Hallo, wo bin ich? Ah, da. Ein interessanter Mann auf jeden Fall, der nach der Verbannung es wieder geschafft hat, eine neue Truppe zusammenzustellen, obwohl er gehasst war in Frankreich. Auf Elba haben sie ihn geliebt teilweise, weil er da schon einiges bewirkt hat. Es gab nur ein Dorf, was sich widersetzt hat, aber in Frankreich war er verhasst, hat trotzdem eine Armee zusammengestellt und dann kam die Schlacht von Waterloo, wo er von den Briten und den Preußen entscheidend geschlagen wurde. Er wurde dann nach St. Helena verbannt, damit er nie mehr zurückkommen kann. Die Briten haben sogar noch die Nachbarinsel gekauft, dass er auch da nicht hinflüchten kann. Und in St. Helena ist er gestorben. Und irgendwann hat man dann doch diesen Tyrann oder Kriegsherr oder wie will man bezeichnen, wieder verehrt in Frankreich. Und dann hat man seinen Leichnam nach Frankreich zurückgeholt. Ja, genau. Und was sie sagt, die liegt in der? Im Invalidendom, meine ich, dass er da liegt. Könnten wir recherchieren, schauen wir mal, vielleicht kommen wir noch dazu. Sonst behaupten wir es jetzt einfach mal. Ich glaube, das stimmt. Ja. Treppen über Treppen gibt es hier in dem Porto Ferraio. Sieht wieder mal sehr, sehr lecker aus. Und sie hat natürlich wieder was ganz Besonderes. Das sind eigentlich nur Ravioli. Mit Fisch. Mit Meeresfrüchten. Aber Rucola ist auch noch dabei. Ich bin wieder am Eis lecken. Ist ja aber auch so lecker. It's the same procedure every day. Das war Fränkisch-Englisch. Wie spricht man auf Badisch-Englisch aus? Lecker Eis. Genau. Und da steht sie schon, ich bin Nevi. Die für morgen ist gebucht. Also wir haben viele Plätze befahren in Elba und waren auch meistens freigestanden auf Camping, auf offiziellen Stellplätzen. Den schönsten haben wir jetzt. Ja, wir sind ja jetzt schon im Porto Ferraio. Ja? Ja. Ja. Und da unsere Fähre bald geht. Morgen. Ja, genau, haben wir gesagt, da bleiben wir jetzt gerade über Nacht. Wir hätten jetzt zwar noch ein anderes Übernachtungsplätzle, aber da müsste man ja jetzt hier wieder wegfahren. Das ist, für die Nacht ist das okay hier? Ja, genau. Haben wir morgen nicht weit zum Hafen? Nee, ist fast am Hafen eigentlich schon und von daher können wir hier gut bleiben. Und für Napoleon war es auch super. Um den zu besuchen, meine ich jetzt. Ach so, ja, genau. Und eben ein bisschen von der Altstadt haben wir uns ja auch noch angeschaut. Also das war jetzt für den Abschluss hier noch eigentlich ganz okay. Genau, wollen wir sehen, wenn die Nacht vorbei ist. Ja. So, da sind wir mal wieder. Und was haben wir hier schon wieder? Ein Wein. Aber nicht, dass ihr jetzt meint, es gibt jetzt hier noch mal eine Weinprobe, so wie im Chianti-Tal. Nein, nein. Da haben wir viel zu wenig Wein da. Ja, genau. Aber bevor wir eben jetzt Elba dann verlassen, haben wir uns vorgenommen, noch einen Wein von Elba zu probieren. Also einen roten. Wir haben euch ja schon gezeigt im Lokal, da habe ich ja schon einen Weißwein getrunken. Aber der hat geschmeckt wie Muscht. Also war nicht so ganz mein Fall. Und wisst ihr, wo mir so ein Wein kauft? Oder habt ihr das schon mal beim Metzger? Ja, wir haben beim Metzger den Wein gekauft. Der hat eine Weinerie dabei gehabt, das muss man dazu sagen.
Ja, ist trotzdem ein bisschen komisch gewesen beim Metzger, ja. Und er hatte auch keinen weißen Wein, sondern nur einen roten, weil er gemeint hat, Rotwein passt besser zum Fleisch. Okay. So, und jetzt haben wir eben einen Roten da und wir haben uns den aussuchen lassen. Wir kennen ja keinen Wein. Den haben wir dann gefragt, welcher der beste ist. Und dann hat er gesagt, das ist der beste und den haben wir dann mitgenommen. Und ich muss auch noch was klarstellen, was den Napoleon angeht. Denn ich habe irgendwann einmal gesagt, und das war ich auch immer der Meinung, dass Napoleon den Weinbau nach Elba. Elba gebracht hat. Ja, und die Ossi hat mir das schon immer ein bisschen kritisch angeschaut. Und jetzt hat die Ursi tatsächlich recherchiert und meint, dass schon die alten Etrusker das rübergebracht haben. Ich glaube ja an die ganzen Etrusker-Geschichten ja nicht hier so, ja. Aber wir sind uns einfach uneinig und wenn ihr genau wissen wollt, dann müsst ihr selber recherchieren. Also oder euch jemanden befragen, der richtig kompetent ist, nicht nur halb kompetent. Warum sollen die Etrusker keinen Weinbaubetriebe haben? Doch, aber auf Elba habe ich nicht gewusst. Bloß Ich habe weil du gedacht, nicht weißt. der Napoleon hat den Weinbau, so wie die Hordos auf die Insel Reichenau den Weinbau geprägt hat, so hat es der Napoleon gemacht. Das war meine Meinung, aber vielleicht ist sie falsch. Ist ja jetzt auch egal, Der wer Wein ist was da auf gemacht jeden hat. Fall. Wir haben jetzt eine Flasche Wein und den wollen wir jetzt probieren. Und da haben wir extra uns Knoblauchbrot zurechtgelegt. Toskanisch Spezial. Das ist das hier mit Olivenöl. Für die Ursi, die will sie ja immer lokal haben. Ich bleibe bei meiner fränkischen Tradition mit Butter drunter, ja. So hat jeder das, was er will. Da sind wir uns nämlich in dem Fall nicht einig. Aber den Wein, den genießen wir jetzt gemeinsam. Und ich würde sagen, Dann machst du jetzt ich mache einfach den jetzt mal auf auf. oder schalte euch aber kurz weg, weil es dauert sonst zu lange. So, wie erwartet, war ich erfolgreich beim Öffnen. Nehmen wir erstmal ein kleines Stückchen, ob man den überhaupt dran trinken kann. Zum Wohl. Zum Wohl. Und? Ich glaube, da muss man mehr als ein Glas trinken, damit man trinken kann, oder? Ich glaube, da braucht man genug auch Brot dazu. Ich weiß jetzt heute, was ich sagen soll. Also trinken kann man auf jeden Fall, aber ich rieche gar nichts. Habe ich Schnupfen oder riechst du was? Also, ich weiß es nicht. Ich rieche nichts. Also mein Geschichtsverständnis habe ich im Kopf, dass Elba eigentlich von Weinbau nicht prädestiniert ist. Und ich glaube auch nicht, dass der Wein, also Ist ja jetzt auch der Chianti-Wein schmeckt anders und oh, total intensiver. anders, total anders. Kann man gar nicht miteinander vergleichen. Das ist wie Äpfel und Birne vergleichen. Ist halt beides Obst und Also das ist mein halt Wein. Lieblingswein wird es nicht. Nö, ich denke auch nicht. Wir schauen, ob das zweite Glas besser wird, dann geben wir euch eine Empfehlung ab. Jo, ich muss erst mal was auch noch essen. Und schmeckt's? Klar, Knoblauchbrot schmeckt immer. Mit Öl aus dem Chianti-Tal. So, wir kosten jetzt mal weiter und dann sagen wir euch das Ergebnis. Und was als nächstes kommt. Also wir sind zu einem Ergebnis gekommen und das Ergebnis heißt, Wein aus Elba wird nicht unser Lieblingswein. Wir fahren wieder nach Hause und dann gibt es wieder den heimatlichen Heilbronn Franken-Drollinger. Ja, und da freut sich natürlich der Helle jetzt schon wieder drauf, Genau. denn unser Aufenthalt auf Elba, der endet jetzt. Ja, morgen. Ja, genau. Helle hat die Fähre für morgen gebucht. Und ja,
Es war hier eine schöne Zeit auf jeden Fall, aber ich denke, so ein allgemeines Toskana-Resümee werden wir schon noch bringen. Jawohl, wir bringen noch eine Zusammenfassung. Das war es jetzt erstmal von Elba und auch die Videos von der Toskana. Es war eine wunderbare Reise, das können wir jetzt schon mal vorab als Fazit sagen. Mhm. Wir haben sehr viel erlebt und wir hoffen auch, dass ihr Spaß gehabt habt an diesen Videos. Ja, genau. Ja. Und wir danken uns auch für die vielen Kommentare und für die vielen Likes, die wir bekommen haben. Und wir werden das alles jetzt noch ein bisschen... Genau, das muss bei uns auch jetzt erst alles noch verarbeitet werden. Und aber wir haben vor, das noch in Italien, bevor wir Italien verlassen, zu machen. Und dann kommt eventuell dann nochmal ein Video drüber. Zurück auf dem Festland eröffnete mir Ursi, dass sie gerne noch die Etrusker-Ausgrabungen bei Piombino besichtigen möchte. Jeder, der weiß, dass ich weder an Römern, Wikinger oder Etrusker großartig interessiert bin, wird verstehen, dass sich meine Begeisterung in Grenzen gehalten hat. So kann es einem gehen. Jetzt wollte ich mir noch die Etruskergräber anschauen bei Piombino. Aber leider sind wir zu breit. Okay, müssen wir sie uns halt irgendwann mal anschauen. Oder irgendjemand von euch fährt mal hin und zeigt sie uns. Ein Video drüber. Ja, genau. Ja, so ist es halt. Jetzt fahren wir halt weiter. Okay. Ich bin gerade böse. Weil das alte Graffiti muss ich nicht sehen. Das war fränkisch. Helle ist wie immer eine Katastrophe. Was heißt hier altes Graffiti? Ja, das war, ist eine Sehenswürdigkeit, eine historische Sehenswürdigkeit. Naja, vielleicht finden wir noch was anderes historisch. Jetzt machen wir ja schon mal weiter. So schnell ist eine Reise vergangen und wir machen uns auf den Weg nach Hause. Natürlich fassen wir unsere Eindrücke und Erfahrungen aus der Reise mit dem Wohnmobil in Italien nochmals zusammen und informieren euch und hoffen, dass dann der eine oder andere nützliche Tipp für eure nächste Italienreise dabei ist. Vielen Dank für euer Interesse an unserer Toskana-Rundfahrt und bis bald wieder.